Der 25. September ist Tag der Zahngesundheit. An diesem Tag weisen Institutionen, Verbände, Schulen, Kindergärten und natürlich auch Zahnärzte in zahlreichen Aktionen auf die Zahngesundheit hin und wie man diese Gesundheit erhält. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto »Gesund beginnt im Mund«. Besonderes Augenmerk haben die Zahnärzte auf die Mundhygiene und weisen ihre Patienten immer wieder darauf hin, wie wichtig das richtige Zähneputzen ist. Auch die ungarischen Zahnkliniken, wie hier die Smile-Zentrum Zahnklinik in Győr, nahe der österreichischen Grenze, weist nicht nur am Tag der Zahngesundheit auf die richtige Mundpflege hin. Am wichtigsten wäre es, rechtzeitig anzufangen mit dem regelmäßigen und gründlichen Zähneputzen, also schon als Kind. Wenn man das nicht gemacht hat, ist es immer noch nicht zu spät, das als Erwachsene zu lernen. Ganz, ganz wichtig ist, täglich mindestens zweimal die Zähne gründlich zu putzen. Viele fragen uns nach der Zahnpasta. Wir sagen immer, es ist im Grunde fast egal. Hauptsache, es schmeckt gut, dass das lang genug im Mund bleibt, alle Bereiche der Zähne halt gründlich reinigt, Belege entfernt. Was außerdem sehr wichtig ist, Und es ist wichtig zu wissen, egal wie gründlich man zu Hause die Zähne reinigt, man kann, es ist bewiesen, 60% aller Belege entfernen. Deswegen ist es unerlässlich, jährlich einmal den Zahnarzt aufzusuchen und eine professionelle Prophylaxe dort machen zu lassen mit der Mundhygienikerin oder mit dem Zahnarzt. Da auch immer mehr deutsche und österreichische Patienten die Leistungen der ungarischen Zahnkliniken in Anspruch nehmen, ist auch die fachliche Beratung in deutscher Sprache von großer Bedeutung. So erklären die hilfsbereiten Assistentinnen auch gerne noch einmal genau, wie die Zähne korrekt geputzt werden. Wichtig ist, nicht nur die Zahnoberflächen zu reinigen, sondern den Übergang zwischen Zahnfleisch und Zähnen, dass man die Belege auflockert. Einmal mit großen Bewegungen, großen kreisenden Bewegungen geht man rundum. Dann macht man den Mund ein bisschen auf und macht man das Gleiche. Mit kreisenden Bewegungen vorne wendet man die Zahnbürste, geht man auf die andere Seite. Viele machen hier da den Fehler, sie wenden die Zahnbürste und rutschen gleich nach hinten. Jetzt aus eigener Erfahrung würde ich sagen, so 70% machen das bestimmt nicht richtig. Also es bleibt uns immer genug Arbeit. Ja, aber wir machen das, weil es ist schön zu sehen wiederum, dass sie, wenn sie zur Kontrolle kommen, wenn sie sich verbessern. Also so wie die Technik sich verbessert, wird die Mundhygiene auch sichtbar immer besser. Übrigens gibt es den Tag der Zahngesundheit bereits seit 1991 und durch viele Aktionen wurde bereits einiges an Vorsorge und Aufklärung erreicht.